Servus und herzlich willkommen zu meinem ersten Werkstattvideo. Ich bin heute bei mir in der Werkstatt und werde euch mal zeigen, was passiert, wenn man sich ein Projekt vornimmt, das dann ein Jahr lang stillsteht und dann das quasi versucht weiterzuführen. Meine Werkstatt hier ist mein Arbeitsbereich. Ein bisschen unaufgeräumt, aber das ist eigentlich ganz normal bei mir. Und zwar geht es heute um ein Projekt. Ich habe auf irgendwas Lust gehabt, was wenig Platz wegnimmt und viel Spaß macht. Hoffentlich viel Spaß macht. Und das ist ein Rennrasenmäher. Der originale Motor hat zu wenig Power, also muss da was Stärkeres her. Glücklicherweise habe ich damals ein Schlachtmotorrad gefunden. Das ist nur 500 Meter von meiner Werkstatt weggestanden. Eine Honda CBR 1000F von 1988. Das Motorrad an sich war in einem super guten Zustand. Ich habe es trotzdem geschlacht. Ja, und dieser 1000 Kubik Motor leistet laut Papiere 133 PS, hat eine Remus Auspuffanlage, Komplettanlage dort. Vielleicht bringt die ein bisschen Drehmoment oder was. Ist jetzt hier zweitrangig. Die Teile aus der CBR habe ich verkauft. Ich werde dann zum Schluss auch noch mehr Aufrechnung machen. Auflistung, was das alles gekostet hat, was mich das gekostet hat, weil es mich auch selber interessiert. Genau, ich werde heute, ist mein Ziel, dass ich es zum Laufen bringe, den Motor in dem Rasenmäher. Der Rasenmähermotor ist draußen. Die Front habe ich abgeschnitten, habe das Rahmenteil inklusive Motor von der CBR eingeschweißt. Genau, das kann man jetzt gleich mal zeigen. Okay, und zwar sieht man hier, das war also erstmal im Kompletten, sieht man hier das Projekt, den geilen Remus-Auspuff. Und so hat das Motorrad mal ausgeschaut. Da ist nicht mehr wirklich viel davon übrig. Die einzigen Teile, die noch übrig sind, stehen da in den Ecken und braucht kein Mensch. So, also wie gesagt, die Front von diesem Rasenmäher habe ich abgeschnitten, habe das Rahmenteil komplett eingeschweißt und verschraubt zusätzlich, weil ich keine Ahnung habe, was dieser Motor in diesem Rasenmäher macht, wenn der mal läuft. Hier wird nur eine Strebe eingeschweißt, also ist wie gesagt alles noch nicht fertig. Mein Ziel für heute ist es, dass das Ding endlich mal läuft, weil ich brauche einen Motivationsschub, um das Ganze fertig zu stellen. Vergaser, alles montiert soweit. Genau, und das Ziel für heute, wie gesagt, Krümmer montieren, Kraftstofftank, Elektrik und einfach mal laufen lassen und schauen, ob der Motor überhaupt noch läuft. Ich weiß über das Motorrad, dass eigentlich immer sehr gut gepflegt worden ist. Einzige Schwachstelle an dem Motor sind die Ansaugstutzen. Wenn man einen unrunden Motorlauf hat, ist es ganz oft ein Problem bei Motorrädern, dass die Ansaugstutzen einfach extrem porös sind und eigentlich schon Hartplastik statt Gummi ist. Kurz zur Demonstration, das wären diese Ansaugstutzen. Das ist quasi die Verbindung von der Vergaserbatterie zum Zylinderkopf, zu die Einlassventile. Und wenn er da Falschluft zieht, dann läuft er teilweise unrund, geht aus, läuft einfach nicht schön, unsauber. Also man merkt es sofort, dass irgendwas nicht passt. Man geht davon aus, manchmal, wenn man vielleicht nicht die Erfahrung hat, es ist irgendwas ganz was Dramatisches und im Endeffekt zieht er bloß ein bisschen Falschluft. Genau, also wie gesagt, das ist hier zwischendrin. Die sind hier extrem porös. Der zieht auch Falschluft, läuft auch nicht so schön, wie er sollte. Und das muss ich noch reparieren. Also das steht dann auch als nächstes auf der Liste, bevor ich das Ding natürlich das erste Mal fahre. Ja, vielleicht nicht. Aber das gehört gemacht, auf jeden Fall. Ich werde das Ding halt mal anfeuern und ich bin echt gespannt und ich freue mich richtig drauf, dass der sich die ersten Lebenszeichen von sich gibt. Ist ja so das Ziel von jedem Schrauber, ne? Und die Nervosität steigt natürlich immer, wenn man kurz davor ist, das Ding anzulassen. Aber es wird bestimmt geil. Das wird richtig cool. Ich schraube jetzt das mal zusammen und dann geht's weiter. Okay. Ich war jetzt eigentlich so weit gewesen, aber der Motor nicht, beziehungsweise die Vergaser nicht. Ich habe jetzt auf die Benzinpumpen Strom gegeben, dass die schon mal vorpumpt. Das ist ein Vergasermotor mit elektrischer Benzinpumpe. Ich habe dann festgestellt, dass der Sprit
wie eine Fontäne aus alle Öffnungen schießt. Ja. Also ich sehe das so, man muss das nicht hinnehmen. Man kann da schon eskalieren, also ganz ehrlich. Und dieses Kreuz, Drecks, Scheiß, das kann ich jetzt wieder komplett zerlegen. Das erschissen. Komplett eingesudelt, alles wieder komplett zerlegen. Das geht mir voll auf. Vor allem, weil ich weiß, dass dieser Motor bzw. diese Vergaser, bevor ich das Motorrad gekauft habe, neu abgedichtet worden sind und im Ultraschallbad waren. Da waren neue Dichtungen drin und das geht mir voll auf den Pinsel gerade. Extrem. Und das darf man auch sagen, sowas. Sowas darf man schon einmal ansprechen. Ne? Dass nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja, da darf man seinen Unmut dann auch kundtun. Und wenn man damit fertig ist, ja, dann beugt man sich wieder wie immer und repariert es dann doch. Okay, Vergaser sind ausgebaut. Und die O-Ringe von den Verteilerstücke von den Vergaser sind schon getauscht. Und zwar sind das die Verteilerstücke hier. Diese. Da muss man im Endeffekt diesen Bügel wegschrauben, dass man die Vergaser separat rausbringt. Da geht eine Spritleitung hin und da geht eine Spritleitung hin. Das ist quasi mit so einem Y-Stück von der Benzinpumpe geht auf die rechten zwei Vergaser und auf die linken zwei Vergaser geht da eine Spritleitung hin. Diese O-Ringe waren, ja, die waren eigentlich nicht mal hart. Die waren eigentlich nur, die sind zusammengeschrumpft. Ich weiß nicht, ob es vom Material liegt oder am Sprit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die getauscht. Die Dichtungen habe ich beim ortsansässigen Landmaschinenmechaniker habe ich die gekriegt, die O-Ringe. Und Glück im Unglück hat der sogar noch Vergaserdeckeldichtung da gehabt. Man muss auch mal Glück haben. Genau, und diese Vergaserdeckeldichtung werde ich jetzt tauschen. Weil da saut natürlich der Sprit auch unten raus, nicht nur aus den T-Stücke. Und dann hoffe ich, dass das dicht ist. Und deswegen werde ich jetzt diese vier Deckel aufschrauben, die Dichtungen da drin ersetzen und dann hoffen, dass alles passt. Man sieht es ja auch an die Vergaser, die sind ja wirklich top sauber. Und mir ärgert es einfach, weil ich genau weiß, dass da neue Dichtungen drin waren. Aber gut, okay, es ist halt jetzt so. Man sieht es eigentlich auch sehr schön. Vergaser innen. Ist alles wunderbar sauber. Also wirklich eigentlich sehr, sehr guter Zustand. Wir werden jetzt diese Dichtungen tauschen. Weil die sind anscheinend auch neigeschrumpft. Also die dichten auf jeden Fall nicht mehr ab. Die sind irgendwie, hat es die zusammengezogen oder ich weiß es nicht. Man hört es auch, wenn man einen Deckel drauflegt. Also man hört es, wenn man einen Deckel drauflegt, obwohl die Dichtung drin ist. Geht es da Metall auf Metall und ja, das soll nicht sein. Okay, Dichtungen sind drin. Dann geht es jetzt wieder an Vergaser-Einbau. Nur noch mal zum Vergleich. Ich habe jetzt einen Deckel noch nicht festgeschraubt, wie sie das anhören soll und wie sie es vorher angehört hat. Man hört jetzt einfach, da ist wieder Gummi dazwischen. Das dichtet jetzt wieder ab. Sollte es zumindest. Erster Test. Vergaser ist anscheinend dicht. Finde ich super. Ich werde jetzt noch Batterie anklemmen und dann kann es losgehen.
Ist doch geil, oder? Sowas ist doch geil. Sowas ist geil. Macht richtig Spaß. Drehzahlmesser habe ich gesehen, funktioniert auch. Finde ich richtig gut. Und er macht schon mal ein bisschen einen Lärm. Wunderbar. So gefällt mir das. So habe ich richtig Spaß dran. Trotz vieler Hindernisse, Tagesziel doch noch erreicht. Bin jetzt echt heilfroh. Und auch wenn man ab und zu ein Hindernis hat, man darf einfach nicht aufgeben. Es ist halt einfach so. Auch wenn es einen richtig anpisst. Es sind oft nur Kleinigkeiten, aber die sind halt meistens so, die das Fass zum Überlaufen bringen. Genau. Nächster Schritt wird sein, dass ich die Vorderachsaufnahme mache und dann die Hinterachse einsetzen werde. Ich werde das Ganze dann in einem anderen Video fortführen. Genau. Dauert aber jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil ich auch nicht immer Zeit habe für dieses eine Projekt. Gut, Hinterachsaufnahmen sind ja schon drin. Da gehört nur noch die Steckachse rein mit dem Ritzel und mit der Bremsscheibe. Und zwar sind die Hinterachsaufnahmen sind schon fest verschweißt. Die Gleitlager sind auch schon drin. Genau, beidseitig. Gehören allerdings nur ein bisschen verstärkt, dass da auch nichts passiert. Ja, an sich macht es mal einen ganz guten Eindruck. Es schaut auf dem Video jetzt recht chaotisch aus, aber das meiste ist jetzt ein bisschen Kabelklimbims, das aber dann nur da im hinteren Teil vom Rasenmäher dann versteckt wird. Und ich möchte eigentlich auch, dass ich die originale Motorhaube wieder draufbringe. Das wäre mir eigentlich ganz wichtig, aber das kommt ganz zum Schluss. Also da mache ich mir jetzt noch keine großen Gedanken drüber, weil er fährt, wenn dann auch ohne Motorhaube. Das war's für heute. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.